Ich habe 100 Tage in Minecraft Hardcore im Mittelalter überlebt, in einer Welt voller mystischer Kreaturen, wie Zyklopen, Sonnengötter, Drachen, Burgen, Ritter und Räuber. Was ich dabei alles erlebt habe, seht ihr jetzt. Tag 1 im Schnelldurchlauf. Ich habe Holz abgebaut, mir damit Steinwerkzeuge erfarmt, wurde von einem Alligator verfolgt, habe einen Wal gesehen, habe endlich ein Dorf gefunden, nur um dann aus Versehen einen Dorfbewohner anzugreifen, sodass diese mich töten wollten. Bin weggelaufen und habe geschlafen. Und ab hier übernimmt mein Live-Kommentar. Okay, Leute, der Bär hier, oder was immer das sein soll, ich glaube, das soll... Oh mein Gott, der ist doch nicht freundlich. Ich dachte gerade, der ist freundlich. Okay, und in dieser Welt, Leute, will mich einfach alles und jeder töten. Mich würde nicht wundern, wenn dieses Gebüsch mich hier auch killen wollen würde. Ich will eigentlich wieder zurück zum Dorf, um zu schauen, ob die Dorfbewohner immer noch aggressiv gegenüber mir sind, weil ich den aus Versehen geschlagen habe. Ich glaube, das müssen wir ausprobieren. Und da sind schon wieder ein paar Räuber. Und das sind so viele, dass ich da einfach nicht hin kann. Ich werde mich jetzt dem Dorf nähern und hoffen, dass sie nicht mehr aggressiv mir gegenüber sind. Und falls doch, werde ich direkt abhauen. Vielleicht haben die es ja vergessen, was letztes Mal passiert ist. Das sieht gut aus. Die wollen mich nicht angreifen. Sehr gut. Also einfach mal eine Nacht drüber schlafen und dann ist es wieder vergessen. Oh, hier ist ein Wither-Skelett. Warum ist hier ein Wither-Skelett und die machen hier nichts? Wow. Oh, das ist sogar eine Eisenrüstung gedroppt mit Mending. Okay, ich glaube nicht, dass wir hier Mending brauchen werden, aber trotzdem, mega nice. So, hier haben wir noch eine Kiste. Ein Hunting Bow. Und hier noch eine riesige Champions Brustplatte. Ja, die rüsten wir doch direkt mal aus. Wir sind doch ein Champion. Brown Rune. Ich weiß nicht, was das bringt, aber nehmen wir auch mal mit. Saddle nehmen wir auch mal mit. Oh, was bist du denn? Ich glaube, das soll ein Frosch sein. Naja, da sehen die Frösche aus, die im nächsten Update kommen, auf jeden Fall besser aus. Oh mein Gott. Die habe ich ja gar nicht gemerkt. Warum sind hier überall Wither-Skelette? Oha, da greift mich... Ey, ich will hier einfach alles killen. Sogar solche Vögel wollen mich hier killen. Warum machen die so viel Schaden? Womit haben die mich hier überhaupt abgeworfen? Ich bin ja komplett beschossen. Die nie hinterher? Nee. Leute, in dieser Welt will mich einfach alles und jeder killen. Und da sind noch mehr von denen. Ich bin einfach... Oha, die folgen mir, oder? Ah, nee, die sind aber schon im Angriffmodus. Die wollen nicht, dass ich da rübergehe. Und die greifen mich auch schon an. Also es ist einfach unfassbar. Wir gehen mal außen rum, damit uns diese Vögel hier nicht komplett durchlöchern. Und hier ist ein Spalt. Ich sehe es hier aber auf Anhieb nur Kohle. Dann lassen wir den erstmal. Und da ist ein Zyklop. Schaut mal, wie riesig der ist. Der könnte uns einfach zerstampfen. Und da sind wieder die Vögel. Ey, ich kann einfach nichts machen. Also ich bin jetzt hier in der Höhle. Mega klein. Ich nehme jetzt hier einfach die ganzen Ressourcen hier mal mit. Hey, das ist ein Wolf. Den können wir noch zähmen. Nice. Oh nein, wir müssen hier schnell weg. Schon wieder so ein Kackvogel. Oh, der Vogel hat uns hier gefolgt. Okay, das war leichter als gedacht. Gegen einen ist es nicht so schwer, den zu besiegen. Aber wenn da 6, 7, 10 Stück sind, dann ist es echt schwer. Aber jetzt werde ich erstmal die Zeit sinnvoll nutzen und meinen gehen. Den Wolf lassen wir mal hier erstmal. So, ich glaube, das dürfte jetzt mehr als genug Kohle sein. Wir haben schon 2 Stacks Kohle zusammen. Hier brate ich gerade noch Eisen. 16 Stück noch. Mal schauen, was ich mir daraus craften werde. So, ich werde mir jetzt auch ein Schild craften. Das Ganze dann auch aus Eisen. Dann haben wir hier wieder das Eisenschild. So, und da wir ja schon einen Helm und eine Brustplatte haben, muss ich nur noch eine Hose craften und Schuhe. Und jetzt haben wir auch eine komplette Rüstung. So, Leute, ich habe mich entschieden, das Iron Greatsword zu craften, für was man 6 Eisen braucht und einen Handle. Den Handle habe ich schon gecraftet. Und jetzt packen wir hier noch das Eisen hin und kriegen ein Iron Greatsword, also ein großes Eisenschwert. Und es ist schon Tag, also lass uns rausgehen und uns den Feinden stellen. Jetzt noch hier das Schild ausrüsten. So, eigentlich wollte ich ja in Richtung der Schneeregion. Deswegen werde ich jetzt auch nochmal versuchen, dorthin zu gehen. Dort ist aber, glaube ich, der Zyklop im Weg, aber ich weiß jetzt nicht, ob die schnell sind. Vielleicht sind die auch langsam und wir können einfach daran vorbeigehen. Da ist er schon. Der ist ja richtig nah ans Dorf gekommen. Oha, der sieht mich an. Oh, oh, das sieht ja gar nicht gut aus. Lol. Der ist ultra schnell. Der kann jetzt aber nicht so ein Haus abreißen, oder? Mein Hund ist schon tot. Okay, wo ist der hin, der Zyklop? Ich weiß gar nicht, ob ich mich hier raustrauen soll. Ich kann jetzt nicht hier den ganzen Tag in dieser Hütte bleiben. Ich muss mich raustrauen und einfach rennen. Da ist er schon. Oh nein. Oh nein.
in die Höhle. Schaut euch das an, der macht einfach die Blöcke kaputt. Der hat gerade einen Baum abgerissen. Glaubt ihr, ich kann ihn besiegen? Nein, da kommt er wieder. Okay, Leute, ich sehe den Zyklopen gerade nicht. Und ich werde mich jetzt hier raustrauen. Oh mein Gott. Oh mein Gott, der ist direkt hinter uns. Ich werde jetzt einfach versuchen, wegzurennen. Oh, da ist er. Wir sind aber schneller. Und hier ist wieder ein Wolf, den ich gerne haben würde, aber... Das ist wieder ein Zyklop. Und ich werde von irgendwas abgeschossen. Oh mein Gott. Ey, wir werden hier einfach von allem angegriffen. Der Zyklop ist immer noch hinter uns, aber er rennt nicht mehr. Er hat uns, glaube ich, aus den Augen verloren. Ja, er rennt nicht mehr. Ey, wie ich das überlebt habe, ist echt ein Wunder. Also, ich werde jetzt auf jeden Fall da nicht mehr hingehen. In dieser Schneeregion waren nur Zyklopen. Oh, und ich habe hier wieder ein Dorf gefunden. Aber da ist ein Schneemann. Das sind ja nur Schneemänner. Wow. Was ist das für ein witziges Dorf? Hier sind nur Schneemänner und Schafe. Aber ich hoffe doch, dass die Schneemänner immer noch... Ja, die sind immer noch freundlich. Sehr gut. So, dann schauen wir uns doch mal hier das Dorf der Schneemänner an. Das ist ja witzig. Und da ist ein Bär. Aber die Bären machen mir ehrlich gesagt keine Angst mehr, nachdem ich hier fast von einem Zyklopen gekillt worden bin. Und das Dorf hier scheint komplett leer zu sein, ja. Aber was habe ich denn auch von einem Dorf erwartet, in dem Schneemänner wohnen? Vor allem, wenn die nicht mal in einer Wintergegend wohnen, sondern am Strand. Warum wohnen die Schneemänner hier am Strand? Oh, die haben hier eine relativ gute Rüstung. Iron Strength Heavy Crossbow, das ist ja doch genau was wir brauchen. Ey, was ist das? Ein Goblin Trader. Ein Händler ist das, ein kleiner Goblin. Okay, was tradet der? Das sind ja eigentlich richtig coole Trades. Das sind ja echt coole Trades. Die Sache ist bloß, ich habe nichts. Ein Iron Ore für 2 Iron Ingots, Leute. Ich gebe ihm jetzt 16 Eisenerze und er gibt mir dafür 32 Eisen. Was ein cooler Typ. Das ist echt ein cooler Typ. Weiß gar nicht, wo der herkommt. Der lebt wohl hier. Tag 3 neigt sich auch langsam dem Ende. Und dieses Dorf hier ist auch richtig, richtig komisch. Es sind keine Villager, nur Schneemänner. Tag 3 endet damit. Den ganzen Tag 4 habe ich damit verbracht, durch die Gegend zu schwimmen. Okay, Leute, hier habe ich noch ein neues Dorf gefunden an Tag 5. Ja, aber erst mal hier den Bären besiegen. Alter, die können ja schwimmen. Warum mache ich so wenig Schaden? Ja, easy besiegt. Nice. Hier, das Kind auch noch weg. So, wir sind jetzt hier in einem neuen Dorf angekommen. Und die sind hoffentlich auch mir friedlich gegenüber eingestellt. Ja, aber hier höre ich... Oh, der Villager... Die ganzen Villager kommen jetzt hier, die Zombies killen. Aber warum sind die hier in den ganzen Häusern? Irgendwelche Monster. So, also ich craft jetzt hier ein Iron Rapier. Ich glaube, das ist... Ja, das ist ein schnelles... Das ist eine schnelle Waffe. Jo, was ist das? Warum sind die Silberfische? Was haben wir hier noch drin? Oh, das nehmen wir auch mal mit. Ich weiß, ich habe nicht da gelesen, was es ist. Oh, ein Giesenapple. Was haben wir hier noch? Okay, hier haben wir noch einen besseren Crossbow. Oh, ich glaube, ich habe hier eine Waffe gefunden. Testen wir das direkt mal aus. Okay, testen wir das auch direkt mal aus. Dann ist es ja vielleicht unsere neue Main-Waffe. Mal schauen. So, Leute, ich habe hier gerade eine Brustplatte und einen Helm gelootet. Der Helm hat zwar genauso viel Armor wie der Eisenhelm, aber hat noch einen Bonus, und zwar mehr XP und Range-Damage. Also wenn wir mit dem Bogen oder mit dem Crossbow hier angreifen, machen wir 15% mehr Schaden. Also rüsten wir auch den direkt mal aus. Und diese Brustplatte, die gibt uns nicht nur sogar noch mehr HP, sondern... Hier steht auch noch, gives you a pet bed. Das heißt, wir beschwören hier eine Fledermaus, die für uns kämpft. Und da ist sie auch schon. Das ist ja cool. Ey, wir sehen ein bisschen aus wie Batman. Naja, jetzt werde ich auf jeden Fall weiter hier die Gegend erkunden. Und ich denke mal auch, wieder durchs Meer fahren. Weil hier auf dieser Insel einfach gar nichts ist, außer dieses Dorf. Und das große Ziel ist ja immer noch, eine Burg oder ähnliches zu finden. So, und jetzt sind wir hier wohl in irgendeinem Savannengebiet. Irgend so ein warmes Gebiet auf jeden Fall. Kommt eine Fledermaus mit? Ja, da ist sie. Oh, da habe ich jetzt schon was gefunden. Irgend so ein Schrein. Erstmal hier den goldenen Apfel in die Leiste hier tun. Dann schauen wir uns mal hier diesen Schrein an. Ich will ja nichts sagen, aber entweder ist es eine Statue oder ein Monster. Nicht, dass ich jetzt hier sterbe, wenn ich hier hingehe. Okay, Schrein. Wobei, geht's hier runter? Hier ist eine Kiste. Effizienz 5. Und da hinten ist schon wieder ein Dorf. Aber da sind überall Spinnenweben. Also das ist, glaube ich, wieder so ein verlassenes Dorf. Das Ding lebt doch, oder? Ja, oh mein Gott, das ist einfach ein Mob. Eine menschenfressende Pflanze. Nee, da gehen wir nicht hin. Wir schauen uns jetzt erstmal das Dorf hier an. Und da ist auch eine Burg. Wir haben eine Burg gefunden. Die werden wir auf jeden Fall gleich looten. Eine menschenfressende Pflanze. Leute, schaut euch die mal an. Ich würde da hingehen und die bekämpfen, aber ich weiß nicht, wie viel Schaden die macht. Wir sind ja hier in Minecraft Hardcore, also wenn ich einmal sterbe, ist vorbei. So, das Dorf ist jetzt eher uninteressant. Wir werden uns jetzt... Wobei, hier könnte eigentlich auch Loot sein. Hier sind mir aber nicht feindlich gegenüber eingestellt, oder?
oder? Warum sind hier eigentlich so viele Kisten, wo einfach nur Müll drin ist? Also, das ist ja wirklich nur Müll. Als wenn hier schon jemand gelootet hätte im Multiplayer und da sein Trash reingelegt hätte. Und das sah gerade aus wie ein Stein, das sind aber Elefanten. Das ist ja auch witzig. So, wir werden jetzt aber auf jeden Fall uns die Burg hier anschauen. Und ich sehe da oben auch schon jemanden. Und da ist ein Drache. Oha. Das ist einfach ein Drache, Leute. Ich wollte eigentlich eine Burg einnehmen, aber wenn da nebenan ein Drache ist, dann macht es ja nicht so viel Sinn. Und da ist so ein Zyklop, oh nein. Da haben wir einmal... Und da ist noch ein Zyklop. Warum brennt der? Wahrscheinlich gleich vom Drachen? Vielleicht bekämpfen die sich? Egal, wir müssen uns jetzt trotzdem hier die Burg anschauen. Wenn ich schon eine finde, muss ich mir die auch anschauen. Oha. Nee. Seht ihr das im Hintergrund? Alter, hier ist der Big Boss, oder... Oha. Leute, ich habe, glaube ich, komplett... Nein. Nein, bitte nicht. Oha. Ich habe mich gerettet. Ich habe mich einfach gerettet, nämlich vor dem... Leute, der Drache. Hört ihr das? Der Drache, der Drache hat uns einfach auf einmal angegriffen. Dieser riesige Ritter mit dieser heftigen Rüstung und der Axt hat einfach, wenn ich mich nicht verzählt habe, uns auf 3 Herzen runtergebracht. Was tue ich mir hier eigentlich an? Ja, mir bleibt jetzt wieder nichts übrig, als mich unterirdisch wegzugraben. Und ich glaube, da war der Drache. Das heißt, ich muss mich eigentlich hier hinübergraben. Das ist zwar ultra lame, ich weiß. Aber es ist einfach, wenn ich da jetzt hochgehe, ihr habt es gerade gesehen, der Drache, der würde mich einfach zuhitten. Der Ritter, der würde mich einfach zuhitten. Ich hab keine Chance. Vor allem, der hatte ja eine Axt. Der bringt ja nicht mehr das Schild was. Okay, ich glaube, ich habe ein Riesenproblem. Ich habe immer noch Agro auf den Drachen. Mann, warum muss denn da auch direkt neben der Burg so ein Drache sein? Oha, hier ist irgendwie ein riesiger Lavasee. Ey, was ist denn das hier für eine Map? Das ist einfach nur krank. Also das hier, da unten sieht das echt aus wie im Nether. Dabei sind wir hier in der Overworld. Okay, ich höre jetzt hier auf jeden Fall Dschungelsounds. Wir sind jetzt, glaube ich, in einem Dschungel. Die Sache, ich würde den Drachen ja versuchen zu bekämpfen, wenn ich einen guten, richtig guten Bogen hätte. Okay, wir sind an der Oberfläche. Da ist auch der Drache. Oh nein. Nein, 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 nein. Na toll, jetzt hat er Agro auf uns. Nein, 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 das war einfach zu früh. Toll. Dann grabe ich mich einfach mal dahin. Oh nein, da hat er wieder Agro auf uns. Es war einfach zu früh. Und Leute, schaut euch mal diese Höhle hier an. Einfach überall Lava. Es sieht hier einfach 1-1 aus wie im Nether. So, ich renne jetzt direkt. Oh, Alter. Natürlich komme ich bei meinem Glück direkt bei dem Zyklopen raus. Kann er schwimmen? Nee. Leute, wir haben den Drachen abgehängt. Mega nice. Wir haben den Drachen einfach abgehängt. Mit einem 500 IQ Play. So, jetzt erstmal hier sammeln. Erstmal schauen, wo ich bin. Damit ich nicht hier wieder in die Richtung des Drachens gehe. Das hier scheint mir wieder nach einem neuen Biom auszusehen. Oh, hier ist ein Außenposten. Und ich glaube auch, dass sie mir feindlich gegenüber eingestellt. Ja, die sind mir feindlich eingestellt. Das ist eine Kriegserklärung. Dann würde ich mal sagen, versuchen wir die zu besiegen. Mit unserer neu gelooteten Waffe. Oh nein, da ist wieder so ein... Ich nehme alles zurück. Da war wieder dieser Typ, der mir vorhin 8 Herzen weggenommen hat. Ich brauche unbedingt Pfeile. Weil die gehen alle auf Fernkampf. Ich habe nur 3 Pfeile. Ich brauche Federn und Gravel. Aber Hühner habe ich irgendwie noch gar keine gesehen. Aber jetzt schau dir mal das an. Das ist einfach ein Schwert in der Erde. Irgendwie hier reingetan. Von irgendeinem Riesen. Wurde hier ein Schwert reinge... Vielleicht ist ja auch ein Loot drin. Ist hier immer eine Kiste? Das ist keine Kiste, aber eine Höhle. Oh, hier ist ein Tier. Da ist einfach ein laufender Diamantblock. Ja, die Höhle kann jetzt eh nichts haben, was wir brauchen. Denn das Ziel ist klar. Ich brauche Pfeile. Oh, da ist eine Kiste. Hier ist eine Kiste einfach so. Sieht ja schon fast nach einer Falle aus. Das ist sogar eine Falle. Hier ist ein Spawner. Diamond. Und XP-Flaschen. Gold. Leute, was höre ich denn hier für einen Sound? Goldchest? Hä? Wieso ist hier einfach ein Schwein mit einer Kiste? Und was sind das hier für Sounds? Irgendwie ist das hier alles mega weird. Das Biom gefällt mir nicht. Da ist wieder ein Schwein mit einer Kiste. Ist das hier irgendwie so ein Special-Biom? Hier eine Kiste mit nichts drin. Ich sehe es einfach schon, wie ich... Das ist ein riesen Creeper-Kopf. Okay, hier ist wieder eine Kiste. Wieder eine Falle. Den Spawner direkt abbauen. Ich kann gar nicht erkennen, was das für ein Spawner ist. Hier ist wieder das... 1-1 ist das gleiche drin. Das ist ja witzig.
Und hier ist wieder nichts drin beim Schwein. Dieser Creeper-Kopf sieht schon interessant aus, aber ich weiß nicht, was mich da erwartet. Ich muss da weg. Und hier ist wieder ein Außenposten. Da gehe ich ja viel lieber hin. Anstatt jetzt hier diesen Creeper-Kopf. Nicht, dass ich dann da reingehe und einfach direkt explodiere. Aber was ist das hier für ein seltsamer Sound in diesem Biom? Das Biom ist echt ein bisschen komisch. Hallo, ist hier jemand? Oh, hier geht es sogar noch runter. Ich sehe jetzt schon, wie hier gleich irgendwas hochrennt. Bin ich denn hier gelandet? Das ist ein Dungeon, Leute. Das ist ein Dungeon von der Mod. Den schauen wir jetzt gleich auf jeden Fall an. Hier, Diamond Dagger. Greift auch ultra schnell an. Und dann schauen wir uns mal hier unten den Dungeon an. Da ist auch schon direkt der erste Gegner, der uns hier im Dungeon erwartet. Oh, der ist auch schon der nächste. Oh, hier ist ein Spawner. Daher kommen die ganze Zeit. Wow. Ah, immerhin Arrows. Aber so eine Belohnung für den Dungeon ist doch schon ein bisschen lame. Okay, wohl doch nicht. Dann schauen wir mal, was hier drin ist. Eine Diamond-Schaufel. Das ist ja cool. Okay, ansonsten ist da nichts Interessantes drin. Ey, ich will ja nichts sagen, aber meine Fledermaus, die macht irgendwie gar nichts. Da kann ich auch direkt, glaube ich, wieder die andere Rüstung anziehen. Oha, schau mal, was hier... Wisst ihr, was das ist? Das ist ein Spell, womit wir gegnerische Mobs in der Nähe für 10 Sekunden zu unseren Verbündeten machen können. Oh, oh, was kommt denn da? Was verfolgt mich da? Ich habe doch alle Spawner abgebaut. Komisch. Okay, und wir sind mitten in der Nacht rausgekommen. Oha, da ist der wieder. Der Geist. Oder was immer das sein soll. Und der ist da immer noch. Wollen wir den besiegen? Oder zumindest versuchen, den zu besiegen? Jetzt, wo ich Pfeile habe. Erstmal die Fledermaus wiederbeleben. Mit Kanonen. Also, es soll wohl so ein Kanonenfeld sein. Sind hier auch Gegner? Nee, aber hier ist ein Spawner. Dann cleare ich doch erstmal hier die ganzen Spawner. Okay, das ist echt ein richtig komisches Gebäude hier. Aber hier sind Kisten. Candle? Golem Summon. Click for Summon Iron Golem. Rost Scythe. Frostwalker Chestplate. Was habe ich denn hier alles für OP-Loot gefunden? Das soll wohl 22 Damage machen. Das hier soll wohl 16 Armor geben. Ja, das soll ich doch gerne hier gegen meine Fledermaus aus, die eh nichts gemacht hat. Damit würde ich jetzt echt gerne wieder zurück zu dieser Burg gehen. Und den Typen, der mich vorhin fast gewonnen hat, mal angreifen. Okay, hier ist aber auf jeden Fall ein neues Gebäude. Und Frostmaw. Oh, oh, irgendein Boss. Das ist irgendein Boss. Wir können noch niemals jetzt einen Boss besiegen. Vor allem in einem Gebiet, wo wir sowas looten, wird das wahrscheinlich wohl ein richtig heftiger Boss sein. Nee, das können wir noch nicht machen. Aber das werden wir auf jeden Fall irgendwann machen. Aber nicht jetzt. Wir brauchen noch mehr von solchen krassen Rüstungen. Oh nee, und nicht schon wieder dieses Biom hier. Mein Kopf sagt nein. Aber irgendetwas sagt doch, ich traue mich hier in den Creeper rein. Okay, okay, das ist ein Riesenfail. Weil hier ist nämlich gar nichts. Ich dachte, hier ist irgendwie so ein... Dient wohl nur zur Abschreckung, dieser Creeper-Kopf. Naja, dann haben wir jetzt auch schon geklärt, was hier ist. Oh, ich habe wieder hier was gefunden. Wieder nochmal hier so ein Außenposten. Das ist nicht derselbe, weil hier sind wieder Spawner. Das ist das... Helmet, Helmet! Denselben Loot, aber noch ein Helm. 14 Armor hat der. Im Gegensatz zu 2, die ich davor hatte. Okay, das ist echt krass. Okay, wir schauen mal. Falls auch gleich wieder der Boss spawnt, dann gehe ich weg. Und bis jetzt noch Zombies. Was spawnt denn da alles? Was soll das sein? Okay, die haben einfach getötet, diesen Geist, bei dem ich dachte, dass... Leute, das ist irgendwie ein wandelnder Mob-Spawner. Und da ist noch... Okay, ich glaube, wir sind hier gerade echt bei einem Boss angekommen. Ich glaube, das ist ein Boss. Was ist denn das für ein Typ? Warum rennt der weg? Das ist alles mega komisch hier. Warum sind das so Riesenmobs? Seht ihr, der Zombie ist irgendwie richtig groß. Ich esse jetzt einen Golden Apple. Trau mich hier hoch. Hab's besiegt, ja. Ich habe dann die komplette Kiste gelootet und den Bosskampf gegen die Wicked Wrath begonnen. Und der ging ein bisschen in die Nacht, weil die ist immer hochgeflogen. Und dann habe ich eine neue Rüstung angezogen. Okay, die Rüstung hat mehr Armor. LOL.